5,8 und konsequent Deutsch geredet hat. Und auf die Weise habe ich auch Deutsch gerattert. Ja. Hier zu ihrer Linken am Kanal, rechts sind die Überbleibsel des Schlosses, des ehemaligen königlichen Schlosses von Dresden, der Singer, genau. Allerdings ist abgebrannt, da ist jetzt unser Parlament. 129 waren hier der Herren. Rüber auf die Paletten zu ihr. Indem man dem Führer Treue schwören musste. Der dänische König, der hier rechts früher sein Schloss hatte, der hatte noch Söldner und der hat den Söldner zu spät bezahlt. Ja, und dann war mal die deutsche Kanzlei für die Schleswig-Holsteiner und hier kommt ein ganz schönes Gebäude. Gucken Sie mal, die alte Warengrenze. Hier rechts, wo der Radweg ist, da konnte man die Schiffe anlegen. Und unten die kleinen Türen, da wurden die Waren reingebracht, Pfeffer, Muskatnuss. Alles was auf Deutsch, ich glaube hier, sie nennen das Kolonialwaren, oder? So, das wurde da dann verkauft, kam aus den Kolonien. Dänemark hatte eine asiatische Kompanie, hatte in Trankebar, alles mal Industriehafen. Jetzt baut man uns da eine neue Fahrrad- und Fußgängerbrücke, Sie können es nicht gut sehen im Gegenlicht da rechts. Und links ist die Oper, ganz links, schauen Sie mal nach links und halbwegs ist schon eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke. Und jetzt fahren wir in den Stadtteil und man hat da eine Aussicht 90 Meter weit und man kann die Brücke nach Schweden da aufsehen. Aber man darf keine Höhenangst haben. Hier kommt der Seiteneingang, hier rechts sehen Sie die psychedelischen Figuren da. Wenn Sie Haschisch brauchen, sehen Sie noch mehr Farben. Und Haschisch kann man da kaufen, weil man sonst hier und so. Dänemark gegründet, der gelbe Netto. Das ist vom Aldi abgeguckt worden. Gucken Sie jetzt mal nach links rüber. Hier war alles mal Marinenstation. Früher konnte man hier nicht kommen. Gucken Sie mal links rüber. Wieso fahren wir überhaupt hierher? Ganz einfach, Sie haben einen wundervollen Blick, den Sie werfen können. Werfen Sie mal Ihren Blick nach rechts. Da sehen Sie die alte Fregatte F352, also buchstäblich dann, die alte Fregatte. Sie sehen den Mastenkran auf dieser Seite mit dem Holz oben drauf. Auf der anderen Wasserseite sehen Sie ein kleines Kreuzfahrtschiff. Da kommen wir nachher noch und über die Marine noch bis 1995 und links war der Handelshafen. Das ist meine Kollegin Lode. Und hier links sind Genossenschaftswohnungen.
Die Stadt selber ist ihnen gut bis in den 50ern und dann macht die eine Werft-Konkurs, die hat nicht mehr. Dänemark. Schön, oder? Ja. Gefragt, wie lange bleibst du noch dort, hast du vor, hier zu sterben? Oh, ja, wirklich so direkt zu dir. Ich hab gesagt, wir sehen, was die Steuerberaterin sagt, war dann lustig. Und, naja, jedenfalls, man hat auch Cartoons vom Propheten Mohammed publiziert, wenn man alle durch den Kakao zieht, und dann war die Hölle los, nicht? Dann hatte man im Außenministerium jede Menge zu. Das Wasser, was Sie sehen, ist kein Strom, das ist einfach das Wasser zwischen Inseln. Und hier ist im Laufe der Zeit die Einzige. Hier beim Anker, das ist der Neuhafen, auf den ich Neuhafen Mühlhaus, sagte was? Mühlhaus, der Neuhafen. Heute die längste Bar von Kopenhagen, aber... Auf Niederländisch sagt man in elk Hafenstadje, in jedem Hafenstädtchen, in anders Schatje. Ein Rhein, das Landvergnügung und natürlich nette Mädchen, die gewunken haben. Kleine Mögel, flieg nach Helgoland, bring du Mädel, was ich liebe, einen Gruß. Ich bin ein, kennt sie es nicht? Hans Alba. Söhne gemacht, der Verlust von Schleswig-Holstein, auch eine Art Besinnung, wie soll es jetzt weitergehen. Ja, man ein kleines Land, man arbeitet von 8 bis 4 Überstunden, macht man nicht, dann ist man nicht effizient. Ja, man kann schnell entlassen werden, man darf nicht meckern, man kann aber auch selber gehen. Das habe ich erlebt, dass ein Kollege gesagt hat, ich hatte von Stadt, vom Land in die Stadt fahren, da mussten sie über so einen Kram. Mit der Industrialisierung, wir machen auch in der letzten Stadt, aber kleine Meerjungfrau. Hier sehen Sie auch die Verbindung zum Meer. Hier links die Kreuzfahrtschiffe und weiter draußen ist der Öresund. Da fahren Sie nachher rüber, da fahren Sie rüber mit der Brücke. Es ist getrunken.